Oh, in der weiter Ferne, entsetzlich. Ich mal wieder. Ja, mir ging mein Heckspoiler durch den Kopf. Nein, was ging mir durch den Kopf? Ja, mal wieder. In, genau, mal wieder da, wo ich bin, auf meinem Hochbett. Eine schwer verinternetete Nacht. Oh. Man sammelt so viel Informationen. Man ist auf so vielen Seiten, kommt kein Stück vorwärts. Eigentlich sollte ich jetzt mich am Brandenburger Tor aufhängen, laut brüllend, ich bin ein Berliner, und mich des territorialen Terrors bedienen, indem ich mich im Spiegel angucke oder in der Kamera und mich selbst terrorisiere. Nein, wenn ich ehrlich bin, befinde ich mich seit meiner Geburt im Krieg mit der Außenwelt, mit den Gegebenheiten, mit dem ewig auf Krieg basierenden kapitalen System. Selbst im zwischenmenschlichen Bereich ist es ja alles Krieg. Aber eigentlich, weg mit dir, Berlin, weg mit eurem Terror-Drama. Terror ist doch schon, wenn du erzogen wirst, wirst du terrorisiert von irgendwelchen Personen, die der Meinung sind, sie sind, du gehörst ihnen, du wärst ihr Ableger und du hast zu gehorchen. Ist doch schon Terror. Da geht's auf die Terrorschule. Da wirst du terrorisiert, dass 1 und 1 2 ist. Also, ich denke, 1 und 1 könnte auch 3 sein oder 4. Nur weil irgendein Idiot sagt, das ist so, dann muss es so sein. Für alle, immer und ewig. Naja. Ich möchte mich gar nicht einengen und mich auf irgendwelche mein Hund ist wieder in sein Bett gegangen. Was will ich hier eigentlich im Augenblick? Lampe, Licht aus, Licht aus. Ja, so ist natürlich schöner. Ich versuche wieder einen Faden zu finden, wo gar kein Faden ist. Sagte man nicht mal, langes Fädchen, faules Mädchen? Oh, ich habe keinen Faden mehr. Ich habe keine Nadel und ich habe keinen Stoff, den ich an die Wand nähen will. Nagel ich doch meine Hände an die Wand. Klack. Oh, die zu hell. Angenehm. In meiner Bubu liegend, ganz geheimnisvoll auf die Uhrzeit achtend, wann sind die 5 Minuten geschafft, wann ist die Qual des sich selbst zirkulierenden, gehirnlosen Amphibienwesens. Das meinte ich jetzt, Amphibienwesen ist ja, man hat ja im Wasser in so einer Blase gelebt, man ist ja ein Amphibium, ne? Und dann wird man da irgendwie mit Gewalt rausgepresst, kriegt dann einen Schlag auf den Arsch und sauerstoffsüchtig. Oh, was für ein entsetzliches Gebräu das Leben. Und das endet mit dem Tod. Warum geboren werden, wenn man auch stirbt? Aber ist das Leben nicht schön? Eins kann man sich ganz sicher sein. Egal wie. Irgendwann sagt man, und tschüss, Babys, das war es. Hat mich gefreut. Ich war einige Jahrzehnte, einige Jahre bei euch hier auf eurer Erde und kann nur sagen, nein, nicht nochmal. Nein, 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 nicht nochmal, bitte nicht. Das einmal hat gereicht. Das war schon, ich musste euch alle ertragen. Ich musste auch mich ertragen, was ihr euch gar nicht vorstellen könnt, wie es ist, man sich selbst zu ertragen. Und
wir sind am Ende der Gegebenheiten angekommen. Und ich sage Tschüss.